Du bist so geil, du bist so hübsch. Wo kann er denn schmecken? Aber guck mal, was sagst du zu meinem Hübsch? Ja! Ja! Jo! Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zum neuen Video, Freunde. Heute geht's richtig ab. Basketball-Event. Oh! Freunde, heute geht's darum, wir wollen herausfinden, wie Frauen flirten. Was laber ich denn? Wie Influencer flirten. Wir werden ein bisschen Alecki am Start haben. Die wird die Männer ein bisschen verunsichern. Wir werden herausfinden. Wie die ganzen Leute. Oder ein Wurf, gib mir einen Wurf. Wenn ich jetzt treffe, es ist ein Besen! Der war drin! Hallo. Was hast du gelernt beim Frauenflirten bei deinem Experiment? Was ich gelernt habe? Ja. Gar nichts. Das war immer scheiße. Warum? Ja. Keine Ahnung. Ich habe nichts gelernt. Okay, wie spricht dein Hugo eine Frau an? Hallo. Und dann? Wie geht's dir? Und deswegen haben wir den Live-Versuch. Komm mal her, Lecky. Woo. Juhui. Jappa. So, das ist Alexis. Hallo. Hallo. Hi. Und los. Freut mich. Hallo. Hi, Alexis. Wie geht's dir? Mir geht's richtig gut. Wie geht's dir? Auch gut. Hä? Komm mal mit meine Brille. Jetzt sagst du, du bist so geil, du bist so hübsch. Sieh die Brille auf, sieh die Brille auf. Und los. Du bist so geil, du bist so hübsch. Okay, warte, also erstens die Brille. Nur wegen der Brille heftig gerade. Ich bin hin und weg. Tango. Tango. Check. Tanzen. Tango. Oh, wow. Hugo, ran an den Speck. Ran. Sprichst du Frauen an? Stehst du auf Frauen? Nee. Also ja. Haben dich welche angesprochen? Nö. Wäre die Alexis eine Frau für dich? Wie alt bist du? Was denkst du denn? 10. Ich muss jung machen, weil... Hä, ich muss ja jünger machen, als weil wenn ich jetzt 30 sag und sie ist nicht 30, dann ist ja... Sakrament, ist unangenehm. Das ist der Partner und der Ex-Partner. Ah. Guck mal, Digga. Guck mal. Achso, ja. Warte, vier Stunden Zeit, dass ich zu interviewen. Nein. Ich will dich provozieren. Stör nicht. Lass es. Warum habt ihr ein Bild zusammen gepostet? Wir wollen jetzt mal die Gerüchteküche hören. Ja, wir fanden das cool als Freunde. Seid doch mal ehrlich, ihr macht das so mit Absicht. Nein, das ist auch wieder weg, das Bild. Ja, das ist doch extra. Ihr macht so auf GGB und dann so. Nein, wir mussten das wegmachen, weil da gab es Schwierigkeiten. Wegen wem? Kommunikationsschwierigkeiten. Zwischen wem und was? Der Regierung. Hätte Ruat die Chance bei dir, dich zu erobern? Nee. Wie hat Ruat dich angesprochen? Gar nicht, wir haben einfach zusammen gezockt, so in der Gruppe. Ich bin da mit Interview. Stell mir die Frage. Stell mir die Frage. Ja? 17 cm hart? Seid ihr ja? Seid ihr noch zusammen? Ich muss gehen. Digga, ich hab Rewika auseinandergenommen. Guck mal, der kleine Digga. Ja, dann mach halt, Digga. Okay, also. Du ziehst ja bald um. Willst du mal kurz deine neue Adresse sagen? Ja, Meierstraße 47. Und Lola ist ja tatsächlich schwanger, hast du mir eben... Was ist der neue Status zwischen dir und Orange? Da gibt's keinen neuen Status. Ich bin einfach also im was, Video von was, Tom. Was ist denn dein letzter Stand? Das nervt man nicht. Also Tom, warte mal! Das Doppelpiece ist copyrighted. Ja. Letzte, was ich mitbekomme, dass er sich entschuldigt hat. Ja, ich hasse ihn trotzdem übertrieben und da gibt's eigentlich keine Neuerung. Außer, dass ich mit meinem Anwalt übertrieben verkackt habe und er so gesehen gewonnen hat und sich darüber lustig gemacht hat. Wie flirtest du? Wie ich mit ihr geflirtet hab? Mach mal ein Flirty. Ja, blablabla. I'm all the one, I'm a con, aber das... Hey, da ist ja eine Streamerin. Yo, you speak English? Yo, you speak in Content Creator? Hey, ich kann auch Deutsch reden. Oh, krass. Und dann... Oh. Was ist denn das? Also, was ist denn? Ich habe diesen Clip gesehen, wo ihr euch, glaube ich, zum ersten Mal geküsst habt. Geküsst? Ja. Ich hatte Gänsehaut. Wir haben uns davor schon geküsst. Aber wir haben es geheim gehalten. Das war das erste Mal öffentlich. Wir haben uns am ersten Abend, als wir uns kennengelernt haben, direkt geküsst. Vor dem ersten Kuss, öffentlich, hatten wir schon wilden Sex. Ja. Deswegen bin ich jetzt schwanger. Alter Spritzer, Junge, wird aktiv reingespritzt. Ich hab's vergessen, Ich muss mir irgendwas in die Brust rammen. Skelein, hallo. Hast du letztens in den letzten 3 Tagen gebungert? Nee, ich war mit der Bus unterwegs. Wenn ich hätte. Davon rede ich. Wenn ich Sex gehabt hätte, dann wäre das entweder mit Knossi, Trimax oder irgendjemand aus dem Team. Ja, deswegen frage ich.
Oh nein, auf keinen Fall. Aber wir wollen herausfinden, wie ein Skyline flirtet und dafür haben wir den Live-Versuch hier. Alexis, komm rein, Alexis. Alexis, komm rein. Alexis, komm rein. Hi. Hi. Magst du gerne Äpfel? Ja. Ist gesund. Ja, ich mag auch Äpfel. Nice, freut mich. Ich habe da so eine Apfelsammlung zu Hause. Einige Äpfel sind vergoren, aber trotzdem erfreuen die sich guter Qualität. Soll ich jetzt einen Apfel probieren oder was meinst du damit? Hey, ich habe auch gutes technisches Equipment. Finde ich super. Ja, meine Technik ist eigentlich ganz gut. Also im Notfall immer mit der Zunge. Bruder, Alter, what the fuck? Ich unterschätze dich am Miese. Ich muss sagen, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Du hast sie nicht mal verstanden? Doch, natürlich habe ich es verstanden. Was denn? Sag nochmal. Er möchte... Alexis, wie war das für dich? Ja, also für mich war das sehr angenehm, aber mir hat noch so dieses Selbstbewusstsein gefehlt. So dieses Wie gut hat er geflirtet? 1 bis 10? Ich würde sagen eine 8. Tennessee, Montana Black, Digga! Ich wollte dir die Hand geben. Mann, ich mag dich so gerne, Mann. Antworte doch auch mal. Oh. Du antwortest nie. Ich habe eine neue Nummer. Bei WhatsApp. Okay, legit. Kappa. Digga, Montinius. Ja. Du bist der Mann, den sich alle Frauen wünschen. Und deswegen frage ich dich, wie macht ein Montana Black eine Frau? Wie macht er das? Wie flirtet er? Gar nicht. Nicht? Und deswegen haben wir den Live-Versuch. Komm rein, komm rein. Ey, verpiss dich. Ich hab so eine Scheiße. Ich kann doch nicht. Schreiben die dich an, die Frauen? Nein, wir schreiben keine Frauen. Schreiben die Männer? Ja. Mann. Ja, also ich, auch wenn ich mir damit ein paar Feinde mache, weil ja mittlerweile gefühlt schon alles irgendwie Belästigung ist. Wenn ihr eine Frau seht, die euch optisch gefällt oder die ein wunderschönes Lächeln habt, dann schämt euch nicht hinzugehen und zu sagen, ey, tut mir leid, dass ich störe, Entschuldigung, ich wollte nur fragen, ob man eventuell mal vielleicht irgendwie, keine Ahnung. Ich bin kein Freund von über Social Media, das persönlich finde ich gut. Und solange ihr nicht sehr aufdringlich seid, finde ich, ist es kein Verbrechen in der heutigen Zeit, auch meine Frau so anzusprechen, wenn ihr die irgendwo seht. Genauso würde ich es aber auch den Frauen als Tipp mitgeben, einfach die Männer mal anzusprechen. So kenne ich das zumindest noch, weil ich bin in einer Zeit groß geworden, wo man die Frauen angesprochen hat, weil es noch kein Social Media gab. Wann war dein letzter Kuss? Monty, Monty. Vor ein paar Tagen von meiner Oma. Ich hab's gesehen, ultra süß. Ihr habt euch so verabschiedet, Digga. Meine Oma ist in den Urlaub gefahren, hat sie mir einen dicken Schmatze gegeben. Auf den Mund aber? Nein, nicht auf den Mund. Aber ich würde auch einen Kuss von meiner Oma auf den Mund nehmen. Das ist meine Oma, Digga, was ist los? Als wenn du nicht einen Kuss von deiner Mutter auf den Mund nehmen würdest. Meine Mutter will das nicht mehr. Ja, weil du immer Zunge... Ey, ey! Es geht darum, wie man eine Frau... Wie man eine Frau klärt, Digga. Wie man eine Frau klärt. Da fragst du den Falschen. Warum? Ich weiß nicht, wie sowas geht. Oh, genau deswegen haben wir eine Frau da! Alexis! Alexis! Hi. Hi, ich bin Alexis, was geht ab? Wie geht's dir? Geht's dir gut? Warum geht's mir nicht gut? Stimmt, warum soll es dir nicht gut gehen, Leute? Uns geht's allen gut und wir sind alle glücklich. Deswegen sind wir alle versammelt wie super tolle und schöne Menschen. Stopp, tanzen! Was sagst du zu meinem Mut? Hey, ha, ha, nein, nochmal weiter. Hey, hey. Ja, war gut. 1 bis 10. Eine 7. Haben wir beide das gesehen, was hier passiert ist, als er diese Bewegung gemacht hat? Hast du das gesehen, was da war? Das war groß. Auf sowas achten wir hier nicht. Ich guck da nicht drauf. Ich guck da nicht drauf. Oh mein Gott. Nur weil du immer auf die Brüste guckst bei jeder Frau und nicht in die Augen, heißt es doch nicht, dass wir Frauen da hingucken. Wollen wir aufhören? Wollen wir aufhören oder machen wir bis zum Ende des Videos so weiter? Okay. Geht doch mal ein bisschen runter, weiter. Oh, top. Hier raus. Alle, wir waren noch Miami und er... Geil! Mann, er hat doch nicht geantwortet. Geil! Oh mein Gott! Malle! Wie geht das, Digga? Ich weiß gerade nicht. Stimme an. Malle! 3, 2, 1. Ich bin eine Partysau. Ich mache Montagsblau. Ich liebe jede Frau. Ich küsse die Lichter für dich aus. Lalalala. So, Kalle, und? Ja. Nochmal singen. Nee, ich hab doch gerade gesungen. Ja, hat sie super angehört. Kennst du den Song? Nein. Wie machst du eine Frau klar? Mit Charme. Humor. Charme. Um den Charme jetzt zu zeigen. Instagram auf ganz entspannt, so ein bisschen locker schreiben. Das war's. Was schreibst du bei Insta? Meistens auf Story reagieren einfach. Mit einer Flamme, ne? Ja. Und was hast du geschrieben? Eine Flamme zurück oder was? Keine Ahnung. Hattet ihr Sex? Wie komisch redet ihr, Digga? Man muss nur einmal in die DMs. Wenn man so die Flamme kriegt. Ja, Chef, ich hätte nicht geschrieben, der wäre gar nichts. Als ob die so Ehepaar sind, ist ja eklig. Aber eine Flamme. Wenn ich aufs Tor schieße, der macht kein Tor. Nein, Digga. Schreiben, oder?
Das ist, wenn ich so nachts im Browser bin, Digga, ist genau das der Anfang, Digga. Das ist alles gut, hey, alles normal. Gefällt mir. Was meinst du? Wenn du nachts am Browser bist. Interstellar. Interstellar. Browser, nicht dieser Browser. Wie küsst eine Frau? Mit der Zunge. Und wie machst du eine Frau klar? Ich weiß nicht. Je nachdem ist es situationsabhängig. Und deswegen kriegen wir eine Situation, Alexis. Nein, no, nein, falscher Ehrgeiz. Ja, falscher Ehrgeiz. Und, hallihallo, kennt man sich? Flüchtig, ja, klar. Ja, flüchtig, ne? Sympathisch, ne? Beruht auf Gegenseitigkeit. Sie hat vorhin gesagt, sie liebt es, wenn die Männer über die Freundschaft kommen. Ich komme nicht über Freundschaft. Wie machst du das? Er kommt direkt rein, so. Nicht lange ist Prozess. Ist nichts für dich. Nee. Ja, ja. Du bist direkt einfach und schnell so. Nee, nicht schnell. Es kann ja dann gut lange sein, aber... Weißt du, was ich merke? Das sind die Blicke, wo man am Ende gewinnt. Gar nicht das, was du sagst. Es ist dieser Dirty Talk, Digga. Es ist dieses, oh, du bist ein kleiner Stinker. Du bist ein kleiner... Und dann hast du die schon, Digga. Lalala, guck mal, haben wir den Leggings. Und? Was denn? Ey, ich hab echt ohne Witz. Was hat denn eine Leggings an? Das machen Basketballer anscheinend so. Bei Desiree und Willi. Doch, anscheinend schon. Nein. Anscheinend schon. Wir wollen wissen, wie du die Melina... Wie ich Melina angesprochen habe. Ja. Ich habe sie im Schwimmbad angesprochen. Ich habe sie, nach Sonnencreme gefragt. Ich war richtig nervös. Ich weiß noch. Bin ich hingegangen, habe sie nach Sonnencreme gefragt. Und sie hat mich gar nicht beachtet. Und dann später habe ich aber ein bisschen nachgehakt hier Insta. Damals war noch Facebook. Sie hatte gar kein Interesse gezeigt am Anfang. Okay, scheiß drauf. Wenn eine Frau das macht, sie macht dich verrückt so. Weil du denkst dir, warum, was hat die gemacht? Die kränkt dein Ego und dann willst du sie umso mehr. Kleiner Tipp an die Frauen so. Ja. Und bei normalen Frauen, was macht man da so? Boah, Digga, da fragst du den falschen. Willi und Sidney sind hier. Die haben fast rumgemacht auf den Ding. Also, hast du mich schon gefragt? Mit Alexis und die haben da fast gesickt. Nein, Digga, ich bin überhaupt nicht drin in so Mädchen aufreißen. Ich weiß nicht, ganz normal hingehen, ganz normalen Spruch. Du bist mir aufgefallen, du siehst sympathisch aus. Nicht so ein dummer Spruch. Zuck das hier! Ja. Okay. Mach mich an. Achso, ich soll dich jetzt anmachen. Nein, dafür brauche ich zwei Sachen. Ich brauche ein Zweithandy. Dann stell dir vor, du bist in der S-Bahn. Sitzt drei Stationen, Frau sitzt dir gegenüber. Du denkst, wow, das ist sie. Hast ein präpariertes Handy mit paar WhatsApps drauf, paar SMS. Dann kommt die letzte Station, du gibst ihr das Handy, sagst, ich schenke dir mein Handy. Ich weiß nicht, wie ich dich sonst erreichen kann. Ich habe keine Zeit, ich muss jetzt los. Ich rufe dich auf meinem Handy an. Lässt drei Tage vergehen, ruft dann das Handy. Die Frau ist verrückt. Die wird drei Tage denken, die hat mir sein Handy gegeben. Ist unglaublich. Story geht immer, Dose offen. Boah, kranker Trick. Habe ich noch nie. Hast du schon mal gemacht? Habe ich gelesen im Buch Der perfekte Verführer. Ich schwöre, das ist krass. Das ist wirklich krass. Ey, und weil die macht sich Sorgen. Hey, wann ruft der an? Spinnt der und so? Wie kann mir jemand sein Handy geben? Darf halt nicht das billigste Handy sein. Der Trick ist wirklich geil. Das ist wunderbar. Wenn ihr es probiert, ich will es sehen. Schreibt mir, wenn es geklappt hat. Und nennt das Kind Jens. Wie hast du es bei deiner Frau gemacht? Ich war 17, sie war 16. Wir waren Nachbarn. Sie hat immer unten mit den kleinen Kindern gespielt. Die Kinder waren in seinem Alter hier. Ich habe immer Grund gesucht, runterzugehen und auch da zu chillen. Ja? Yeah. Das hat sehr lange gedauert, aber irgendwann haben wir uns so angefreundet. Und keine Ahnung, auf einmal waren 5 Kinder da. Nein, aber es ist süß, weil du hast letztes Mal so schöne Worte dazu gefunden, wie man mit Frauen umgeht und sowas oder wie du zu deiner Frau stehst. So wisst ihr, Freunde, weil es ist immer viel Joke und sowas, aber am Ende gibt es auch Werte, die wichtig sind. So. Nee, bei dir merkt man ja auch, du jokst zwar viel, aber mach auch gerne Scherze, aber wenn es drauf ankommt, kann man sich korrekt mit dir unterhalten. Danke fürs Event, Digga, super Event. Ach, Bruder, richtig krass gemacht. Ich schwör's dir, alles hat gepasst. Willst du Fuffi gewinnen? 5 Sekunden Handstand. 50 Euro. Nein, nein, nein. Pro Sekunde 10er. Ja, genau. Ich mach Stoppuhr. Hä, chill mal. Uno, dos, tres, cuatro, fünf. Fünf geschafft, ja!